Organisiertes Stalking ist eine neue Form des Stalkings, die seit ca. 2001 in den alten Bundesländern auftaucht, in den neuen Bundesländern zum Teil schon zu DDR-Zeiten, zum Teil erst in den letzten Jahren. Erste Bestätigungen erhielten wir von einer großen westdeutschen Mobbing-Beratungsstelle, dem Leiter des Stasi-Opfer-Selbsthilfeverbands Deutschland e.V., einer Mitarbeiterin der Birtler-Behörde und einem Mitglied des Bundestages. Wie sie uns mitteilten, nehmen Fälle von organisiertem Stalking in Deutschland in den letzten Jahren immer mehr zu. Es sind nach unseren Schätzungen schon mehrere hundert Bürger betroffen, möglicherweise sogar mehrere tausend. Die Methoden der Täter entsprechen bis ins Detail den früheren Stasi-Zersetzungsmethoden, mit der in der DDR unbequeme Bürger auf subtile, aber effektive Weise beruflich, sozial, finanziell und psychisch zerstört wurden. Diese Methoden sind bisher kaum bekannt. Auch die meisten Opfer hatten bisher nicht davon gehört. Die sogenannte Zersetzung einer Person wurde 1976 vom Ministerium für Staatssicherheit, Stasi, als Studienfach Operative Psychologie an der Universität Potsdam entwickelt und gelehrt. Siehe hierzu zum Beispiel Dr. Sandra Pingel-Schliemann, Zersetzung, Strategie einer Diktatur, Havemann Stiftung 2004 und ihr neues Buch. Wikipedia, diverses Originalfilmmaterial zur Schulung von Stasi-Mitarbeitern, Havemann Stiftung, der TV-Dokumentarbericht In den Fängen der Stasi sowie die Literaturnobelpreisträgerin Hertha Müller, Der fremde Blick und so weiter. Die Methoden umfassen Rufmord, regelmäßige Sachbeschädigungen, anonyme Anrufe durch Fremde mit suggestivem Inhalt, Vergiftung von Haustieren, Ablegen von Gegenständen auf dem Grundstück, Ausspähen der Kommunikationsmittel, Lahmlegen der PC-Funktionen, Ortung über das Handy, Nachstellung durch Fremde, professionelle Einbrüche in Wohnungen und PKW, zum Beispiel durch Lockpicking, suggestive Inszenierungen und Gästen, Kehle durchschneiden und so weiter durch Fremde, subtile Morddrohungen, zum Beispiel Totenkreuze im Briefkasten, in E-Mails oder in den Autolack eingekratzt oder Unfallpolicen, die Unbekannte im Namen des Opfers abschließen und so weiter, bis hin zu Manipulationen am PKW, durchgeschnittene Bremskabel, Ansägen der Lenkstange, zerschnittene oder punktierte Reifen und so weiter. Wenn das Opfer umzieht, um seinen Tätern zu entkommen, werden dieselben Aktivitäten nach wenigen Wochen am neuen Wohnort von anderen Fremden fortgesetzt. Erste Berichterstattungen über organisierte Stalking-Fälle in den deutschen Medien erfolgten 2008 in der TV-Sendung Domian der Neuen Presse Hannover vom 01.03.2009, bei Radio Uckerwelle 2009 und in der Rothenburger Rundschau vom 03.02.2009. Auch eine Pressemeldung der Polizei Konstanz befasste sich 2008 mit einem ähnlichen Fall. Die Opfer häufen sich auffallend im Raum Berlin und im Raum Stuttgart. Die Mehrzahl der Opfer ist weiblich, die meisten Opfer sind 50 und älter. Die Mehrheit hat ein Hochschulstudium abgeschlossen. Unter den Opfern finden sich auffallend viele erfolgreiche Selbstständige, deren Karriere durch Unbekannte zerstört wird. Zum Beispiel durch Rufmordkampagnen im Internet, Ausspionieren ihrer PC-Festplatte, Diebstahl ihrer Kundendaten und geistigen Eigentums. Von ihnen entwickelte Produkte werden plötzlich unter anderen Namen vermarktet und so weiter. Und oder Eigentümer einer Immobilie, bei denen das Stalking durch zahlreiche Fremde in den finanziellen Ruin und Zwangsverkauf oder Zwangsversteigerung ihrer Immobilie mündet. Die Motive der Täter, hinter denen offensichtlich ein oder mehrere kriminelle Netzwerke stehen, die aufgrund der auffallenden Parallelen zwischen den einzelnen Fallschilderungen ganz offensichtlich miteinander vernetzt sind und sich austauschen, sind mit Sicherheit finanzieller Art.
Wir vermuten aufgrund von verschiedenen Quellen mehrere Verwertungsmöglichkeiten durch Informationen und Ausspähen der Privatsphäre mit technischen Mitteln, die heutzutage selbst Amateuren frei zugänglich sind. Wir wissen zum Beispiel, dass bevorzugt Singles ohne Zeugen als Opfer ausgesucht werden, um diese zu stalken, mobben und zu terrorisieren, in dem Versuch, sie damit gezielt in den Wahn oder Selbstmord zu treiben, wie das auch schon bei der Stasi praktiziert wurde. Es werden im Internet Wetten dieser Art abgeschlossen, mit denen viel Geld verdient wird. Auch häufen sich Hinweise darauf, dass Privatvideoaufnahmen von den Opfern ohne deren Wissen auf kostenpflichtigen Webseiten gezeigt werden. Die Medien liefern die ersten Hinweise darüber, dass solche Webseiten im Stil von versteckte Kamera international mittlerweile ein Millionengeschäft sind. Achtung! Wir distanzieren uns ausdrücklich von dubiosen Foren, Einzelberichten, Webseiten und so weiter über Gangstalking und organisiertes Stalking, Mind Control und Ähnlichem. Auch wenn mehrere dieser unseriösen Seiten sich unerlaubt mit unserer Webseite verlinkt haben. Wir halten diese oft professionell gestylten Seiten nicht für authentische Opferberichte, da sie jeweils darauf abzielen, echte Opfer von organisiertem Stalking in der Öffentlichkeit zu diskreditieren und auf versteckte Weise offensichtlich Mittäter und oder Auftragskunden anzuwerben. Selbsthilfe gegen organisiertes Stalking Deutschland. Wir sind in der Selbsthilfegruppenliste Blaue Adressen NACOS eingetragen.